Sentinel 5, wir sind an Bord. Verstanden, Verteidigung. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Igrain, Lafayette! Meine Freunde. Geben Sie schon auf, Marquis. In Position. Bin hinter dir. Ausrüstung. Lafayette und Gellert, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz, Monsieur? Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, das hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Nicht vergessen. Tarnmodus. Marquis. Mademoiselle, lasst mich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Grab. Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Achtung! Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden.
Vielleicht können wir die Stromzufuhr trennen. Für Mechaniker keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellerhardt, Lafayette, die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Wird fantastisch. Lakehurst, New Jersey fort. Unsere voraussichtliche Reisezeit beträgt circa 3. Sicherheitsabteilung, bitte melden. Schicken Sie jemanden, der bestätigt, dass die Fracht gesichert ist. Ich bin Niederinnen, Monsieur. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier, all diese... Wir schlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen, immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Nein, er ist vor ein paar Minuten raus.
Vielleicht macht er eine Zigarettenpause. Sie klingen mir nicht bekannt. Ist der Captain zu sprechen? Oder beschäftigt. Steuert das Schiff. Ich schicke jemanden zu Bailey. Wenn das alles ist, wir müssen zurück an die Arbeit. Bis dann. Na gut. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halte dich am besten von den Docks fern. Ja. Und wenn nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt. Ich will keinen Ärger kriegen. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halte dich am besten von den Docks fern. Und wenn nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt wohl. Ich will keinen Ärger kriegen. Hastings dürfte so klug wie zuvor sein. Thank you.
Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan. Recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt. Wer sollte die Lord eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreichen? Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gerhard hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, wenn es die Situation erfordert. Wir fahren den Plan fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen, die gestohlene Uniform der Kompanie, sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen Whitechapel hatten keine Schulterstücke. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut, weiter suchen. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weiter suchen. Dreh dich, ich sehe nichts. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersuch die restlichen Wachen. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Das war der letzte. Alle Bedrohungen. Bestätigt. Waffe geladen. Einer erledigt. Noch einer. Lucan! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen, braucht Verstärkung! Percival, das Ziel ist getroffen. Rebellen im Anmarsch. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Wir stoßen zu dir.
verdammter Mist! Die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Verdammt. Zurück, Wesker! Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Eimer! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lass sie nicht entkommen! Dreckiger Scharfschütze! Wir haben einen Notfall. Wer blöd? Verdammter Rebellen! Folgen Sie bitte dem Evakuierungs... Gerne, Herr! Bleib an ihm dran! Lass sie nicht entkommen!
hörst du das? Ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Ich habe mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln, wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Oh, verflucht. Okay, bin unterwegs. Nennst du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen oder des Ordens. Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Easy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein. Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und eine Komplizin versuchen, einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Ich bleibe hier. Versuch, zum Waffenlager zu kommen. Verlassen das sinkende Schiff. Halt. Nehmt euch, was ihr braucht, und dann weiter. Meister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen! An alle an Bord Verbliebenen. Keine Panik. Wir folgen der Standardprozedur und kehren in Kürze. Nimm die Tür. Ich gebe Deckung. Sollte sich die Situation verschlimmern, werden die verbleibenden Passagiere am nächstgelegenen Halteturm abgesetzt. All das, um einen Mann zu töten.
Die Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Keine Spur der Rebellen in diesem Bereich. Ritter kamen aus dem Nichts und haben das Attentat verhindert. Weiter zur zweiten Bombe! Zeichen. Stoppen! Schnell zu den anderen! Rebell erledigt! Am anderen Ende! Ihr müsst keine Mann getroffen! Halte sie auf! Ich rücke vor! Das ist ein Wettbewerb! Rebellen neutralisiert. Sicher! Weitergehen! Wir müssen die zweite Bombe finden! Rebell erledigt! Rebell neutralisiert. Zurück, Mescal! Kaum sicher. Wir müssen das Ziel verfolgen. Er muss hier durchgegangen sein. Kommst du hindurch? Ich schätze schon. Pass auf! Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Thank you.
jetzt? Was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Wir haben mehrere Gaffeln verloren. Das Schiff ist nicht befeuert. Und trotzdem bleibt er. Er ist fast so stur wie du. Verlassen Sie das Schiff. Die Crane, wenn es sein muss, schlag ihn K.O. und bring ihn zu einem Rettungsboot. Callahan! Hören Sie auf mich, Mann. Geben Sie auf. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind. Beweisen Sie das. Stopp diesen Wahnsinn. Nein, nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann. Werden Sie nicht. Dafür sorgen wir. Es ist zu spät. Sebastian? Freund, Sie müssen das nicht tun. Die Crane ruft Percival. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Greg, Sebastian. Meldet euch! Bitte! Kannst du mich hören? Scheiße. Percival und Galahad. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Ich
nicht, Bates. Gray! Gray, melde dich! Wo zum Teufel bist du? An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Hmm.